Ich konnte Michelle einfach nicht die Wahrheit sagen. Ich konnte mir selbst nicht mal die Wahrheit eingestehen. Und zu hören, wie Michelle dann über Kinder denkt, hat mir einfach den Rest gegeben. Wie könnte ich nicht wach sein? Wie kann man denn so lautstark die ganze Zeit in einem Stück ununterbrochen brüllen? Hey, hab doch mal ein bisschen Verständnis für die Situation hier, ha? Verständnis? Ja, Verständnis. Dafür, dass du und Mel über meinen Kopf hinweg entschieden habt, dass das Kind jetzt hier einzieht? Oder wofür soll ich genau Verständnis haben? Hör mal zu, dass das jetzt nicht alles perfekt gelaufen ist. Ist es nicht. Ich verstehe das ja. Aber Vicky braucht mal ein paar Tage für sich. Das heißt, du hast mal ein paar Tage mit deinem Sohn. Ja, wir machen uns schon Sorgen, dass Oscar vielleicht nicht die richtige Bindung zu Toni aufbaut. Aber wir müssen es einfach ein bisschen Zeit geben und es alles positiv sehen. Ja, und wir werden ihn auf jeden Fall auch dabei unterstützen. Und früher oder später wird sich das sicherlich aufbauen. Ja. Schau mal, Mel hat das Bettchen schon in ihr Zimmer gestellt, dass du nicht so gestört wirst. Und wir sind ja trotzdem weiterhin für dich da und kümmern uns auch um alles. Tja. Gut. Ich weiß nur einfach nicht, wie ich halt mit der ganzen Sache umgehen soll. Ich habe keine Ahnung. Schau mal, Oskar, ich verstehe dich ja. Glaub mir, ich verstehe es. Ich habe dich auch in so einem Alter auf einmal in der Hand gehabt. Und du hast auch geschrien. Und ich war auch überfordert. Aber ich weiß, dass du es hinbekommst. Du hast jetzt die Chance, ein paar Tage mit dem Kleinen zu verbringen. Und dann wird sich das schon alles legen. Ich weiß, dass du es hinbekommst. Ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, plötzlich Vater sein zu sollen. Ich meine, das ist doch alles wie ein schlechter Traum. Und jetzt auch noch die Sache mit Michelle. Endlich steht meine Traumfrau auch auf mich. Und jetzt soll ich ihr sagen, dass ich ein Baby habe. Ich meine, die ist doch... Die haut mir safe ab, weil die doch keinen Bock hat auf ein Kind. Ja, auch sehr nicht. Das ist ja alles Kölsch da steht. Oh ja. Und hier kannst du durchgehen zum Blätter. Hier stinkt's richtig widerlich. Riech mal hier am Popo von Toni. Okay. Was denn? Der hat geschissen. Ja, dann wechsel doch die Windeln. Ich kann das nicht. Doch, das kannst du schon. Nimm den jetzt bitte. Nimm den jetzt. Ich hab's jetzt schon tausendmal gezeigt. Papa, du bekommst das selbst. Bitte. Ich kann das. Nein. Das schaffst du. Zeig mal. Papa, das ist ja süß. Jetzt nimm den Sohn immer mehr. Ich hab mein Handy vibriert. Das ist bestimmt die Arbeit. Das ist wichtig. Hast du den? Pass auf mich, dass er aufwacht. Ja, so ein Gott. Geht's. Wir haben ein Problem. Nein, du musst mich gehen lassen. Jo, alles gut. Mich stark geschrieben. Ja, jo, Toni. Nein, du bist nicht. Sie hat den ganzen Tag frei. Sie will mit mir Pizza essen und dann einen Film sehen. Papa, einen Film sehen. Ja, du weißt. Weißt du, was das heißt? Pass auf, der Kleine. Ein bisschen rummachen. Vielleicht du weißt, was passiert, wenn man einen Film anguckt? Hier? Hm? Soll ich dich daran erinnern? Du bleibst heute zu Hause, du wirst gerade nicht krank machen und wir kümmern uns jetzt um Toni, okay? In dem Moment hätte ich alles dafür getan, zu Michelle flüchten zu können. Es hätte sogar eine heiße Michelle auf mich gewartet. Aber was musste ich stattdessen machen? Ich musste Kacke wegwischen. Du kannst es doch schon. Wieder neu lernen. Oh, deine Nase läuft. Meine Nase läuft. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Gut, das sag ich ihr. Dann sag ich ihr jetzt... Das muss ich ihr jetzt absagen. Soll ich einmal? Oder kann ich es vielleicht sagen später? Besser? Könnte dir, ja. Die Tante Mel hilft mir auch aus. Jo. Ich sag ihr dann ab, ja? Ach so. Ich hatte echt kein Mitleid mit Oscar. Ich verstehe die Situation. Es ist neu für ihn und er würde viel lieber schönere Dinge machen. Aber sich am ersten Tag zu drücken, es geht gar nicht. Ready? Also, das ist ungefähr so wie bei der Proteinpulver. Unterschied, die müssen sterilisiert sein. Es reicht nicht, wenn das in der Spülmaschine gelandet ist, sondern das muss halt abgekocht sein. Und dann machst du 5 Löffel davon. Am besten, bevor es
Ist er wach? Mhm. Ich geh mal. Das ist mal laut, ne? Hey. Hey. Na? Komm rein. Als du mir gesagt hast, dass es dir so schlecht geht, dachte ich, ich komme einfach vorbei mit ein bisschen Pizza. Pizza hilft doch immer. Hm? Hi. Cool, oh. Mir geht's auch schon besser, muss ich sagen. Ihr habt Besuch? Es war nur heute früh mit dem Magen. Ja, das ist Toni. Was ist das denn? Toni ist der. Von wem ist das Kind? Sohn von. Hier, einer Freundin von Mel. Krass. Ja. Kleine ist echt ziemlich süß, aber. Ja. Ist schön, dass ihr auf ihn aufpasst. Ne? Das ja, schön, krass. Dass ihr aufpasst. Gute Freundin halt, ne? Ja. Gar nicht vorstellen mit so einem Kind. Ich meine, da muss man das ja immer abgeben, wenn man mal gerade keine Zeit hat. Genau. Schwierig, ich könnte mir das echt gerade gar nicht vorstellen. Aber ich auch nicht. Süß, der Kleine. Ja, der kleine Toni ist süß. Mhm. Man gewöhnt sich schneller dran, als man gucken kann. Ja, das geht. Na, Oskar? Ja, klar. Was sollen wir machen? Geht's dir besser? Ja, wie gesagt, mein Magen war heute früh irgendwie nur so ein bisschen. Ne? Aber jetzt alles wieder cool. Ja, lass die Pizza essen, wir können uns da hinsetzen. Wir können auch woanders hin, wenn du magst. Also, mir ist es eigentlich egal. Ja, dann lass uns hinsetzen. Was mit eurer Pizza? Ich frag auch mich so, wollen wir die Pizza nicht mitnehmen? Nehmen wir die Pizza mit? Sonst isst die nachher das Baby alleine auf oder so. Wollen wir ja nicht. Extra für dich mitgebracht. Ganz ehrlich, ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum Oskar nicht gesagt hat, dass Toni sein Kind ist. Ich meine, er hat sich noch tiefer in das Ganze reingeritten. Ich hab's auch nicht verstanden. Und Oskar muss doch auch klar sein, früher oder später muss er Michelle sagen, dass er der Vater von dem Sohn ist. Richtig. Ich konnte Michelle einfach nicht die Wahrheit sagen. Ich konnte mir selbst nicht mal die Wahrheit eingestehen. Und zu hören, wie Michelle dann über Kinder denkt, hat mir einfach den Rest gegeben. Ich würde mich gerne revanchieren dafür. Ja, wie? Was hast du für eine Idee? Magst du vielleicht noch was trinken? Klar, voll gerne. Wollen wir was trinken gehen? Yes, auf jeden Fall. Dann nice. Sollen wir direkt los? Ja. Wir sind ja beschäftigt da. Hm? Bitte, ja, ja. Mel bringt gleich das Kind schlafen. Ich muss mich dann quasi noch mehr oder weniger abmelden. Das ist lieb, danke schön. Mit. Du, Mel, wäre das okay für dich, wenn du Toni alleine heute zu Bett bringen würdest? Weil ich würde, ich weiß, ich habe dir versprochen zu helfen, aber ich würde liebend gerne noch mit Michelle was. Also willst du jetzt, dass ich alleine auf Toni aufpasse? Beziehungsweise mit deinem Dad? Du hast auch einen Gut bei mir. Wir wollten das als Familie machen. Ich weiß ja, deswegen rede ich ja gerade mit euch, weil ich. Oskar, ich kann. Bitte. Wenn du hier bleiben musst, dann können wir einfach hier bleiben oder so, ich weiß nicht. Willst du hier bleiben? Oskar, ja. Du hast mir versprochen, dass du Verantwortung übernehmen möchtest und es lernen möchtest. Und richtig. Auch Michelle fand Toni süß. Also, was spricht dagegen, wenn du dich um Toni kümmerst? Ja, ich weiß ja, aber ich dachte halt, wir gehen vielleicht was trinken und es wäre echt lieb, wenn du einfach fünfmal gerade sein lassen könntest. Wenn ich einfach mal fünfe gerade sein lasse. Nur jetzt ausnahmsweise. Bitte. Alles klar. Gut. Und da wurde mir klar, dass es mit Oskar härter wird als gedacht. Ich meine, haut der einfach ab. Ja, aber Ben, wir müssen einfach ein bisschen Geduld mit ihm haben. Früher oder später wird es auch bei ihm Klick machen und er wird merken, ein Kind zu haben ist eines der größten Geschenke der Welt. Ja, aber da war ich mir eben nicht so sicher. Wenn ich wiederkomme, bin ich leise. Ich komme leise rein, dass er kein nicht wach wird und. Danke. Weil er ja jetzt am Müll vorbeigeht, ne? Ja, natürlich. Und wenn du leise reinkommst, klopfst oder anrufst. Nicht, dass Toni aufwacht. Ne? Ja. Ich habe eine Verantwortung fürs Kind. Es wird nicht allzu spät, versprochen. Tschüss. Es ist halt immer wieder auch ein ganz schön aufregender Aufstieg bis hier oben, ne? Ist schon ein bisschen kräftezehrend, muss ich sagen. Ja, man gewöhnt sich dran, ne? Gehen wir dann mal rein spaziert. Danke erstmal für die Einladung und auch für den Kaffee. Es ist nicht selbstverständlich, dass du den Kaffee
bezahlst. Ich habe halt einfach aus Versehen meinen Geldbeutel vergessen und das in der Eile. Weil normalerweise passiert mir sowas nicht, aber ja. Kann was es sein, dass du einfach nur so schnell wie möglich mit mir allein sein wolltest? Hm? Auch richtig, ja. Mhm. Sag mal, wie ist das jetzt? Du hast geschrieben, du wolltest einen Film gucken. Meintest du jetzt, du willst einen Film schauen? Ja, das hast du schon richtig verstanden. Einen Film schauen. Ich war einfach nur froh, dass wir endlich vom Loft und dem Baby weg sind. Und dir geht's ja anscheinend auch schon besser. Richtig? Mhm. Ja, es war nur ein morgendlicher Anflug von Bauchschmerzen. Sehr gut. Mein Telefon. Papa muss jetzt einsehen, dass es Wichtigeres gibt. Für einen kurzen Moment hatte ich echt ein schlechtes Gewissen wegen Toni und wegen Papa und Mel, aber wenn ein Mann die Wahl hat zwischen einem Baby und der heißesten Frau überhaupt, für was entscheidet er sich dann bitte? Krasser Film, ne? Ganz schön geil, ja. Kurzes Ende, aber nices Ende. Dings, gibt's davon eine Fortsetzung? Eventuell. Nee, grad nicht. Ich bin's, Ben. Ich muss mal mit Oskar reden, bitte. Okay. Bitte was? Wie ist er hier reingekommen? Ich will einfach mal nachfragen. Was will er von mir? Einen Moment, ja? Was machst du hier? Warum rufst du nicht an? Warum schreibst du nicht eine Nachricht? Irgendwas? Warum checkst du nicht einfach mal dein Telefon? Du hast wahrscheinlich 20 Anrufe in Abwesenheit und ein paar Nachrichten. Von wem? Von deinem Papa? Ich hab's nicht mitbekommen. Wir haben gerade nicht. Das ist jetzt auch scheißegal. Wie kannst du einfach gehen und deinen Kleinen ignorieren? Papa, bitte. Nicht so laut, okay? Nicht so laut. Alles, was du willst, aber bitte schrei nicht so laut rum. Hey, du musst mal klar werden, dass es dein Kind ist. Es ist meine Situation. Du bist deiner. Ich bin nicht hier, um dich anzupflaumen. Okay. Ich bin hier, dass dir mal was klar wird. Mann, ich weiß, dass es eine schwere Angelegenheit ist. Dass es hart ist, meine ich für dich jetzt. Aber trotzdem. Mann, deine Tante ist da, ich bin da, Olli ist da. Aber wir unterstützen dich alle. Junge, ich komme mit der Situation nicht klar. Red bitte nicht so laut. Michelle weiß nichts davon. Ach, das ist auch so eine Sache mit Michelle. Wie stellst du dir das vor? Du bist mit ihr zusammengekommen, aber nicht sagen, dass Toni dein Sohn ist. Noch nicht jetzt. Ich bin noch nicht bereit dafür. Aber lass mich doch bitte irgendwie mit klarkommen. Ich muss das irgendwie lernen. Das ist mir wirklich bewusst. Hey, ich glaube, ich habe dich anders erzogen. Denk mal ein bisschen mit. Sei nicht zu egoist. Das ist dein Kind. Hier geht es um keinen außer um Toni. Komm nach Hause und treff die richtige Entscheidung. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich hatte einfach nur gehofft, dass meine Worte irgendetwas in Oskar auslösen. Dass er merkt, dass er nicht davor weglaufen kann, dass sich sein Leben geändert hat. Warum war dein Vater hier? Er hat sich Sorgen gemacht, weil ich nicht ans Telefon gegangen bin. Und das ist das, ja. Dann ist alles gut? Ja. Okay. Sag mal, darf ich die Nacht bei dir bleiben? Ja, klar. Ja? Das würde mich sehr freuen. Ich kann es nur schwer in Worte fassen, aber alles, was ich in dem Moment konnte und wollte, war verdrängen. Ich wollte nicht an Toni denken und das alles, das ging einfach nicht. Also zuerst habe ich ja Elifs eifersüchtige Blicke noch genossen, aber als ich dann gemerkt habe, wie schlecht es ihr ging und wie sich die zwei Typen auf sie gestürzt hatten, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Habt ihr Elif gesehen? Elif? Ja, die ist halt eben so zwei Typen weggegangen. Mit zwei Typen. Jetzt haben jetzt schon wieder zwei für morgen abgesagt. Für morgen? Was ist denn morgen? Morgen ist mein Geburtstag.
Ich kann morgen gar nicht mit dir feiern. Cool, die Dinger. Oh nein. Was ist los? Was passiert? Oh, jetzt haben noch zwei abgesagt. Ach, Scheiße. Was machst du da? Du verbringst die ganze Nacht bei Michelle und deine Tante und ich dürfen auf den Kleinen aufpassen. Hm. Weiß denn Michelle Bescheid, dass du der Papa bist? Dieses Kind, was du hier gesehen hast, ja? Ja, es war richtig süß. Das ist mein Kind, okay?